3, 2, 1. Hey Leute und willkommen. Warte, ich habe doch noch gar nicht auf Aufnahme gedrückt. Ach so. Hey Leute, willkommen zu der nächsten Folge von ETS 2 im Multiplayer zusammen mit Jan. Hi. Hi. Wir sind wieder back am Start. Die letzte Fahrt haben wir in der Mitte unterbrochen, weil es eine echt lange Fahrt ist. Die machen wir jetzt hier weiter. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, rechts oben am i verlinkt. Unbedingt angucken. Und ja, dann will ich... Oh, hier ist ein Blitzer. Perfekt gestoppt. Perfekt gestoppt. Ja, wir sind kurz stehen geblieben. Mega geil. Ja, wir sind wieder auf dem Zweier-Server hier, Europa 2, wo ganz, ganz viel los ist. Und über 4000 Mitspieler. Das ist echt krass. Und wir nehmen das Ganze hier vor dem ersten ETS-Livestream auf, den wir jetzt dann gemacht haben hier, ne? Ui, seit langem wieder. Wir haben ja schon mal gestreamt, ja, ist egal. Wisst, was ich meine, Leute. Und wir fahren jetzt nach Berlin und dann weiter dann nach Polen. Polen. Zu was auch immer. Ja, aber in eine Stadt. Aber jetzt erstmal nach Berlin, das ist geil. Das ist richtig nice. Weiter geht's, Leute. Natürlich mit Facecam hier. Ich bin, ist immer noch ungewohnt, aber es ist schon besser als die ersten Videos. Das ist geil. Verrückt. So, mit meinem guten LKW hier auch. Wie gesagt, die letzte Folge, wer die nicht gesehen hat, unbedingt angucken. Da habt ihr sonst echt was verpasst. Dann wisst ihr gar nicht, wie wir hier, ne? Wisst ihr über vieles nicht Bescheid. Jetzt, Junge, jetzt aber. Das ist so laut! Das hört man übel. Aber ich habe einen guten LKW. Tschüss. Mm. Deine beschleunigt so langsam, ne? Ja. Wie viel fährst du? 116. Oh, Junge, ich fahre fast schon wieder 140. Krank, ey. Ich will auch so ein LKW. Wow, da wäre ich beinahe umgekippt. Ja, bei mir hat es auch ein bisschen gewackelt, aber ich habe da kurz abgebremst, weil ich eher auf dich warte. Ein bisschen zumindest. Ah, wer bremst, verliert. Ja, das haben wir ja schon mal gesehen, ne? Ah, ich will auch dieses Tempomat hochmachen. Ja, stell dir das doch ein. Können. Du hast so viele Tasten auf diesem Lenkrad, als ob du dir das nicht... Über alle belegt. Ja, deswegen habe ich noch die Schaltung, ja. Hier stehen Leute auf der Fahrbahn bei mir. Bei mir nicht. Doch, doch, da haben gerade welche irgendwie Öl von der Fahrbahn runtergeholt. Runtergemacht, ne? Nicht. Alter, gib mal Gas. Ja, was weiß ich, wie schnell du jetzt wieder bist. Auf einmal gibt der wieder Stoff, ne? Ich hab durchgehend mein Gaspedal durchgedrückt. Keine Sorge, hey, ich hol dich schon wieder ein, wie er voll auf die rechte Spur wieder fährt. Ja, ich bin am Handy. Junge, was machst du denn immer am Handy? Junge, guck mal, du... Ey! ich bin fast umgekippt gerade. Er fährt voll rechts, ey, was ist denn? hi. Irgendwann dein scheiß Handy weg, Alter. Ich war auf der mittleren Spur. Du warst voll weit rechts auf der mittleren Spur. Ja, vor allem, warum Mitte warst du auf der mittleren Spur? Warum? Weil mein LKW nicht so schnell ist. Mann, 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 Alter. Handy weg vom Steuer hier. Gibt's doch gar nicht. Oh, what the fuck. Ideallinien, Leute. Wisst ihr Bescheid? Kippe ich auch nicht so leicht um. Ist hier nämlich gerade echt gefährlich. Mit dem Umkippen. Da vorne kommt noch eine richtig scharfe Kurve. Oh! Ja, da ist einer umgekippt. Ich seh's. Und ich kippe jetzt vielleicht auch gleich um. Den hat's hingefetzt. Yo, 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 yo. Puh. Ha. Das war knapp. Jetzt sind wir auch noch sehr nebeneinander. Schön. Wenn man andere beim kann, richtig das geil, ja. Oh Gott. Gerade eine Nachricht bekommen, dass ich für so eine komische Fotowand oder so zu einer Feier ein Bild von mir mitbringen soll. Alter. Bilder. Ich hab keine Bilder von mir. Ja. Oh, er muss ja wieder aktiv werden. Ist gar nichts für dich, ne? Ja, es ist nichts für mich.
Der Mike zischt davon. So langsam, ne? Das ist unglaublich. Verstehe das nicht. Kann ich schon wieder. Mein Bestes. Was ist das ja eigentlich für eine komische Anzeige, Alter? Das jetzt erst. Ist da. Hä? Wir können jetzt auf die Gegenspur fahren. Jo, stimmt. Das ist ein Prank. Könnten die anderen das auch? Das ist viel gefährlicher, dass die anderen das auch können. Alter, wie viele hier schon wieder sind. Das ist echt kratzi. Crazy, ja. Ich weiß. Crazy. Ja. Boah, ich hol dich ein. Bin schneller in der Kurve. Boah. Ja, ich zieh jetzt eben. Ich hab nicht so viel Schiss wie du. Ja, ich weiß. Was heißt das denn? Ich bin beim LKW schon 2-3 Mal fast umgekippt. Gar natürlich habe ich Schiss. Wir sind fast in Berlin. 40. Echt schon? Oh, stimmt, wir sind ja schon auf A10, Junge. 40 Kilometer. Ja, ich kenne mich überhaupt nicht aus. A10. Und das ging ja schnell. Aber. Ja, ich gehe das nicht so schnell. Ja, ist klar. Ich hätte hier rechts abfahren müssen. Ja, Pech. Offensichtlich. Ich bremse. Oder ich kuppel nach unten. Schalt nach unten. Es ist verrückt, dass du das mit deiner komischen Kupplung da machst. Ja, ich hab halt auch alle Tasten belegt wie du. Und da habe ich einfach den dritten Gang für einen hoch und den vierten für einen runter quasi. Musst dann jede einzelne kmh-Dings da oder in was für einen Sprüngen macht. Ah. Wow, ja. Da wäre ich beinahe. Ich hab nicht so viel Schiss wie du, ne? Ja. Richtig. Zwei Rädern unterwegs. Nicht so viel Schiss, ne? Oh Gott. Man muss hier sogar noch wegen dem Schleicher hier brennen. Ja, genau. Als ob du nicht vorbeifahren könntest auf zwei Spuren hier. Warst du gerade echt sehr. Ja, wir wollen doch bei roten Ampeln bremsen. Ja, ich weiß, aber deine Bremse ist offensichtlich besser als meine. Ich bin auch ein bisschen früher auf die Bremse, muss ich zugeben. Ich muss übrigens links rüber, ne? Schrunniger ja eh das. Besser als du. Guck mal, wie einfach an dir vorbeizieht. Vom Gas runtergegangen, ja? Ach so, ja, okay. Mach mein LKW hier nicht schlechter, als er ist. Leider die Ampel nicht mehr. Sehr gut. Jetzt sehe ich sie wieder. Ah, Leute, ist das geil. Ich hoffe, ich habe auch einen Auftrag. Lu, nur der Mann im Mond. Das wäre jetzt unpraktisch, ist dabei. Wenn ich keinen Auftrag da habe. Ja. Das wäre richtig scheiße. Mach du mal dein Ding da. Mach ich. Schon mal dahin, wo es. Ich kaufe mir jetzt hier auch mal ein Haus oder was auch immer, wie man das nennt. Na? Dauert doch, Alter. Ja, ich weiß, aber in Berlin, Junge, so oft komme ich nicht nach Berlin. Dann habe ich in Junge. Berlin schon mal eins. Ne? Oh, ich habe eine Arbeitsagentur entdeckt. Richtig krass. So, Frachtmarkt. Sag mal nochmal deine Stadt. Guck mal kurz nach, bitte. Okay, warte. Zack, stoppen dafür. Ich hab eh nichts nach Polen. Nice. Lodz ist meine Stadt. Wo ist das denn überhaupt? Ich sehe das nicht mal auf der Karte. Ist eigentlich ziemlich mittig. Das ist nichts bei mir. Kaputt. fahre ich dann einfach so mit, ne? Wäre ja. So eine Idee. Okay, dann hole ich mir aber kannst noch... Kannst mich ja ziehen. Ja, eben. Gib mir deinen Auflieger. Ja. Den geht schneller. Oh, hier war ein Volvo, den ich erstmal weggerammt habe. Ich habe den nicht gesehen. Aber ich kaufe mir jetzt noch die Hütte. Das machen wir noch schnell. Kannst du schon mal losfahren? Nee, kannst du nicht. Bitte nicht losfahren, weil ich habe... Das wird mir auf der Map nicht angezeigt. Dann habe ich kein Navi. Ich muss mit dir fahren, quasi. Wie perfekt die Ampel gerade gewechselt hat. So, hier, das Hütte kaufe ich mir jetzt mal. Für 180.000 Garage kaufen, zack. Kann ich es überspringen, hallo? Nee, geht nicht.
Ah, oh, Junge. Ich will die doch auch noch aufrüsten. Mach doch mal hin, ey. So, wieso brauchst du so viele Garagen? Ich will zeigen, dass ich Geld hab. Alter. So, Firmenmanager, Garagenmanager. Es ist wirklich in Berlin, die Hauptstadt, das sollte man schon mal haben, ne? Dass man da eine Garage hat. Das ist schon wichtig. Wenn ich jetzt schon mal hier bin, und das Geld habe ich ja auch, dann wird das direkt mitgenommen. Da kann ich nichts. Kann ich auch hier tanken, ne, bei dieser großen Garage. Gibt's auch so einen Tankstellplatz-Ding. So. Jetzt bin ich fertig. Ich muss nur hier, es will nicht überspringen. Ich kann auch mal meine Kamera neu starten. Wieder mal, so. Perfekt, neu gestartet. Hui, hops. Er will das nicht überspringen, er zeigt mir jetzt die ganze Firma von außen, Alter. Was, wer will sowas sehen? So, jetzt aber. Jetzt habe ich nur noch 6.400.000. Es kostet nur 280.000 so eine Garage. Ich könnte mir eigentlich in jeder Stadt eine kaufen. Das wäre auch eine Idee. Ich fahre vorne raus. Mach mal auf den Laden hier. Wo bist du hingefahren? Wenn du aus deiner Garage rechts rausfährst, einmal geradeaus. Okay. MAN-Händler ist hier auch, Alter. Ja, an dem einfach vorbei. Einfach geradeaus fahren. Okay. Wird gemacht, Chef. Ich fahre einfach auf der linken Spur, weil hier alle sind und ich sonst die rein. Oha! Was? Oha! Was denn, hä? Wir haben gleich zwei sehr interessante. What the? Drei. Vier! Was denn? Er sagt einfach nicht. Wie? 1, 2, 3, 4, 5 sogar. Wo muss ich denn hinfahren? Auf der Autobahn. Ja. Achso, ich stehe noch. Okay. Hier. Ja, dann gib mal Gas. Wohin? Du bist noch gar nicht da. Wo bist du? Ich bin ultra schnell. Ja, ich geradeaus. Da, genau. Das sind Mautstellen. 5 Mautstellen auf unserem Weg, was? Alter. Oh, jetzt bin ich ja noch schneller als du, Alter. Was soll das denn? Wäre echt cool, wenn man so sich so verbinden könnte und dass man so Abschleppseilmäßig einen so ziehen könnte. Genau. Ah, Leute, Leute, Leute. Halt mich einfach bei dir fest und ziehst mich, okay? Halt dich fest. Steck meinen Arm aus dem Fenster und easy. Ja. Wir haben ja auch krassen Bizeps beide. Also ich könnte dich ja da einfach locker ziehen, das ist kein Problem. Easy. Wir müssen rechts. Rechts? Rechts. Verarscht. Was? Nein. Junge, das könnte bei dir echt sein manchmal, ne? Das hätte ich dir jetzt zugetraut. Denkst dir so, ah, der ist safe schneller. Ich verarsche ihn jetzt mal. Oh, nicht umkippen. Aha. Ah, können wir schön entspannt auf 87 den Tempomaten rein. Zack. Boah, das wird hier, aber dann müssen wir ganz häufig stehen bleiben, anfahren, stehen bleiben, anfahren. 5 Mal abholen. Krass. Absolute Abzocker. Wir haben nur noch eine halbe Stunde, kriegen wir das hin, ja, locker, ne? Ja, ja, ja. Locker easy, geradeaus. In diese Folge beenden. Nein, rechts. Verarsche? Ja. Nein. In dieser Folge beenden wir die Fahrt. Und im Livestream starten wir dann wahrscheinlich aus Polen. Auch witzig, da ist nämlich dann keiner von den Zuschauern. Ja. Jetzt drück ich mal aufs Gas, ne? Tschüss. Ciao. Sieht man vielleicht, dass ich aufs Gas drück. So ein bisschen. Ui. Ich hab noch nicht mal volles Tempo erreicht. Ich lass das Gas wieder los. Ich überhole gerade einen polnischen LKW-Fahrer. Ist der polnisch, woher weißt du das? Kennzeichen. Also POL im Namen. Ach so, im Namen. So als Klammer, so, also in Klammern POL. Ja, habe ich. Meins ist nämlich Nürnberg, also ist
krass, ne? So, ich fahre jetzt 100 mit dem Tempomat. Echt? Kann man ein Kennzeichen, kann man das echt lesen? Was, steht da irgendwas Krasses drauf oder so? Okay. Steht denn auf meinem Kennzeichen? Alter, habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Aber bei mir steht Nürnberg drauf. Und noch irgendwas anderes Cooles? Ich glaube, da kann man nichts drauf schreiben. Steht einfach in der Stadt, wo du gestartet hast, irgendwas drauf. Du kannst dir nur Kennzeichen innen rein machen, wie ich, dann steht halt da Microdisplay drin. Also so innen rein halt ins Fahrerhaus. Ja. Aber was da vorne drauf steht, kannst du glaube ich nicht ändern. Und deins irgendwie nicht lesen. Mein Fernlicht ist zu hell. Ich weiß nicht, ob es auf deinem Auflieger. Auf deinem Auflieger steht ein polnisches Kennzeichen. Auf deinem vorderen weiß ich nicht, was steht. Ich überhole dich mal eben. Junge, wie einfach das ist. Oh, ich glaube, hier müssen wir schon stehen bleiben, ne? Das ist die erste, genau. Oh doch! Brems! Der kann man einfach durchheizen. LOL. Dachte, hier müssen wir schon stehen bleiben. Ich glaube, bei jeder zweiten muss man nur bezahlen, glaube ich. Also könnt ihr mir vorstellen, ich weiß es nicht. Wie einfach das Überholen gerade war. Fahr mal auf die linke Spur. Ne, da vorne ist Maut. Da vorne ist Maut. Ja, okay, dann da müssen wir bezahlen jetzt. Du fährst zu dem Falschen. Da ist ein rotes X drüber, Alter. Hier nicht. Was? Bei mir war da... Bei mir war da echt nichts. Aber es kann schon sein, weil hier ist ja gar nichts, wo ich bestätigen kann. Macht nichts, ich beschleunige eh krass. Bei mir war da aber... Ah, doch, da ist das X. Habe ich nicht gesehen. Kenn ich nix. Wir halten ja eh nur an 10 Mauts an. Ja. Ich wollte mal, wenn du stehst bei der Maut, dass ich mal dein Kennzeichen vorne sehe. Auf dem Auflieger steht, glaube ich, nur das, wo du halt eben hinfährst oder so. Aber bei mir, wenn ich jetzt guck, steht da Nürnberg PO 06, was auch immer. Landesstadt Hamburg. XU65. Steht bei dir, ja? Ja. Ich will wissen, ob ich das... Hamburger Kennzeichen, ja. Ja, du hast dann wahrscheinlich die Stadt Hamburg ausgewählt, das erste. Ja. Ich will wissen, ob ich das auch lesen kann. Braunschweiger Kennzeichen geht leider nicht. Ich will wissen, ob ich das auch lesen kann. Überhol mich, bitte. Ich sehe leider nicht, wo die Spur hingeht gerade. Jo, jetzt ist er viel schneller als ich. Bleib mal auf der linken Spur, bleib mal da. Ich will echt wissen, ob ich das lesen kann. Fahr einfach auf der linken Spur weiter. Ja, guck mal, hier ist ein Zaun. Ich sehe es. Zwischen den beiden Fahrbahnen. Oh, ich sehe die Spur nicht. Scheiße. Ah, ist doch egal. Mach mich nicht kaputt. Wohin müssen wir geradeaus? Okay. Ja. Ja, nee, ist egal. Ich kann es nicht sehen. Folgen Sie mir unauffällig. Okay. Ja. Mann, wie krass schneller der einfach ist. Cool, ich finde. Du hast weiße Reifen. Gut, dass ich den ausgewählt habe. Finde ich nicht cool. Ich prank dich auch so. Nitro. Merkst du das? Ich lass dich immer mal wieder überholen und dann sieh ich aber eiskalt an dir vorbei. Alles der Windschatten. Junge. Alter, 2% Schaden. Nee, das kannst du mir nicht erzählen. In meiner Folge sieht man das Ultra. Dass du 5 Meter oder locker 5 Meter von mir entfernt warst. Ja, von deiner Kabine vielleicht, aber du hast... Nein, ich sehe das doch im Spiegel, ich bin doch nicht blöd. Ich sehe das doch. Also, bei mir hast du mich easy dran. Ich wollte halt Gas geben jetzt, dass ich wieder rüberziehen kann, weil ich wollte nicht auf den Standstreifen fahren. Und bei mir hat das ultra so ausgesehen, als hätte ich echt locker rüberziehen können, locker. Das ist kein Witz, das hat man voll im Spiegel gesehen. Ich sehe ja das hintere Dings da. Ich habe mir das ja perfekt alles eingestellt. Da kommt eine Maut, wieder bremsen. Achtung.
Junge, wie er rauscht. Junge! Oh. Alter! Junge, wie viel Prozent hast du? 26, 52 Euro bezahlt. Digga. Scheiße. Jetzt kann ich mal gucken. Ich sehe ein Kennzeichen. Ja, Hamburg, ja, X, ja, ich sehe das Kennzeichen. Cool. Motorfehlfunktion. Oh fuck, oh, jetzt hast du die 35.000, die was du jetzt verdienst. Da kannst du ordentlich wieder was abgeben. Darf ich jetzt direkt wieder... Ja. Müssen wir hier rechts? Geil. Nein. Hat sich richtig gelohnt, die Fahrt. Ich hab dich noch gewarnt, Junge. Ne? Ich weiß, ich bin auch voll schnell, ich bin auch fast, als du es in dem Moment gesagt hast, auf die Bremse gegangen, aber meine Bremse ist einfach nicht gut. Also, es ist halt wirklich so, ich habe Vollbremsung gemacht, also aber nicht wegfahren hier jetzt. Nee, geradeaus. Okay, weil hier steht Potsdam oder so nach rechts. Ja, aber da müssen wir nicht hin. Das wäre die Stadt, wo du hin musst. Nee, Lutz oder so. Das hattest du gesagt. Müssen zum Lutz. Jawohl. Hier kommt ein Blitzer. Da ist er. Blitzer. Normal müsste er mich nicht blitzen, ne. Ah, da, der steht's. Oh, ich hätte auch nicht geblitzt. Ne? Nee. Muss aber. Deswegen wird mir die Stadt auch nicht angezeigt. Das ist ein DLC anscheinend. Ich kann hier nicht weiterfahren, da war eine Wand bei mir. Was? Ja. Da war keine DLCs. Ich kann nicht weiterfahren. Ja, also ich... Deswegen hast du das nicht gesehen, ja, eben, auf der Karte. Das habe ich ja gesagt, deswegen wurde es mir auch nicht angezeigt. Hä, hey, ich habe keine DLCs. Wir schauen jetzt aus der falschen Stadt im Stream, ne? Ich kann da nicht hin. Deswegen hattest du auch keine Aufträge in die Nähe. Ja, ich bin jetzt an der nächsten Mautstation. Wie viel hast du noch? Wie viele Kilometer? 151. Hä, aber du musst DLCs haben. Also ich habe nur dieses Schwertransport-DLC, aber das... So. Nee. Ja, ich habe nichts und ich kann da nicht hinfahren, bei mir ist da eine Wand. Als ob du kein DLC hast, ich kann da einfach nicht hinfahren, what the fuck. Ich bin cooler als du. Oh Gott. The fuck. Ja, ich kaufe mir mal eben in Potsdam so eine Garage, ne? Oh, was für ein Scheiß, ey. Das kommt unerwartet. Wo hast du eine Garage? In Hamburg nur, ne? Nur in Hamburg, glaube ich, ja. Also, kann ich mich da immer hin teleportieren? Ja. Vielleicht, dann... Das heißt, ja, wir können in Hamburg starten. Dann kaufe ich mir eine in Hamburg. Also nicht in Potsdam, okay, sondern in Hamburg dann. Bis du da hinfährst, vielleicht kriege ich das hin. Also hier sind ein paar Leute. Auto an mir vorbeigefahren. Noch ein Auto. Alter, also ich habe da gar unterwegs. Nichts, ne? Ich habe da nichts hin. Also es gibt auch andere Fahrer. Nicht nur ich kann hier hin. Ich verstehe das nicht. Habe ich denn... Wo habe ich denn Garagen? Dortmund, Nürnberg, Rotterdam, Berlin. Was ist jetzt am nächsten an Hamburg? Berlin, ne? Oder? Oh, weiß ich nicht. Rotterdam oder so? Also, wie das im Spiel ist, weiß ich das nicht. Ja, es ist ja ähnlich wie in echt. Ja, aber was da für Städte noch dazwischen liegen, meine ich. Was man anfahren kann. Also, Berlin wäre am kürzesten, ja. Digga, was ist das denn? Was ein... Alter, mein Auge. Was ein Bullshit, ey. Kann ich da einfach nicht mitfahren? Deswegen hatte ich auch keine Angebote. Die Stadt wurde mir nicht angezeigt. Mann, ey, what the fuck? Leute! Ob ich da auch nicht selbst drauf komme, Alter. Ich fahr trotzdem einfach mit. Kenn ich nix. 100 Kilometer noch.
durch die düstere Nacht. Es ist 2 Uhr. Wenn der Livestream startet, dürfte es... Hoffentlich tags. Keine Ahnung. Noch nicht. Ja, vielleicht wird es dann gerade so langsam hell. So, dann fahren wir mal nach Berlin, ne? Nach Hamburg, meine ich. Boah, ich weiß, auf was für Dinger ich... Auf diese Schaltdinger kann ich das legen. Hast du nicht belegt? Ne, die habe ich nicht belegt. Bitte. Mit R3 und L3. Was blinkt da hinten? Kann ich noch belegen. Damit kann ich hoch und runter schalten. Alter. Stimmt, dass ich... Ja, jetzt erinnere ich mich. Ich hatte die belegt. Natürlich hatte ich die belegt. Aber ich habe ja auf Automatikschaltung habe ich geändert und deswegen sind die jetzt nicht mehr belegt. Junge, ich baue gerade Unfälle, aber ist egal. Blitzer? Blitz? Nee, offensichtlich. Ich bin gerade am Handy und fahre gerade wie ein Gestörter, weil ich unbedingt ganz schnell nach Hamburg will. Und hier sind so viele, die einfach Unfälle bauen. Ich fahre einfach rechts vorbei, bin ins Schild gefahren, was weiß ich nicht. Also hier in Polen ist nichts Leute, los. Bei mir ist crazy gerade wieder. Ihr seht das ja alles, ich nehme ja auch noch auf. Deswegen packe ich jetzt auch mal mein Handy hier weg. Aber wir streamen gleich und ich krieg die ganze Zeit Nachrichten und alles. Und das nervt, wenn das Handy neben mir liegt und die ganze Zeit blinkt, ich hasse es. Ich muss es einfach weglegen. So, gehen wir Gas. Ah, Blitzer, ich habe ihn gerade noch gesehen. Weckiger. Komm, 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 zieh, Junge. 150 gestellt. Und jetzt richtig Gas geben. Auf der Autobahn ist gerade auch gar nichts los. Ach komm, als ob ich hier... Alter, wie teuer das ist. Was? Out. Wie weit hast du es noch? 33 Kilometer. Also fast da. Das könnte knappen. Klappen. Klappen? Könnte ja. Das? Das könnte knappen. Nee, das könnte klappen. Weil ich habe zwar noch 200, aber bis du da in der Stadt rumgurkst, bis du dich zu mir portest und noch ein, zwei Mal an der Maut hältst, kein Problem. Jetzt muss ich, glaube ich, nicht mehr an der Maut halten. Könnte trotzdem knapp. Aber ich muss meinen LKW noch reparieren. Trotzdem knappen, ne? Ja. Ja. Blitzer vielleicht? Ja, hui. Oh, erhöht sich das auch irgendwann nochmal bei mir, weil 560 war ja jetzt bisher die ganze Zeit Standard. Ein bisschen Schaden noch mitgenommen, macht nix. Oh, das wird hier aber eine... Hamburg auf jeden Fall nochmal. Ausfahrt, die ist sportlich. Oh Gott. Nochmal ein bisschen Schaden. Was mache ich hier gerade? Ich will nur ganz schnell nach Hamburg kommen, das funktioniert aber gerade nicht. Hoch, schalten. Zack. Lego. Mein Akku hält auch heute erstaunlich. Das ist krass. Er ist bei der Hälfte gerade. Gibt's ja gar nicht. Ich nehme schon eine Stunde auf. Wow. Was ganz was Neues. Ah, eine rote Ampel bremsen. So, gleich fahre ich in die Stadt, wenn mal endlich grün wird. Kann ich Geld kassieren, ganz, ganz viel und dann Geld. Alles wieder ausgeben. Dann kann ich direkt wieder alles ausgeben, ganz genau. Aber bei mir ist hier gerade keiner. Es kommen mir ab und zu welche entgegen, aber so richtig vor mir, neben mir ist keiner. Bei mir ist direkt hinter mir einer. Die fahren alle 150 und dann... Mein erster Aufenthalt in Lodz. Ja, meiner wird's nie sein. Ich komm da nie hin. Wird wahrscheinlich auch mein letzter gewesen sein. Guck mal, da starten wir ja doch in Hamburg dann.
Alcatraz-Verbot in Polen. Ja. Starten wir doch in Hamburg, in der deutschen Stadt. Können ja doch Leute da sein. Jawohl. Tu mal deinen Auflieger abliefern und reparier deinen LKW und dann porte dich mal rüber. Bist du schon in Hamburg? Noch nicht ganz. Aber bis du das alles machst, hoffe ich schon, dass ich da bin. Wow. Na, Alter, bei mir ist gerade jede Ampel rot. Ach, du bist immer noch an den Ampeln. Ja, ja, das ist die dritte jetzt schon in dieser Stadt. Das ist geil. Wir sind ja gerade zu dritt. Eine Stadt zu dritt. Das ist eigentlich unmöglich auf diesem Server. Bin echt gespannt, wie das jetzt im Stream wird, wenn da noch ein paar Leute mitfahren. Junge. Sehr viel Chaos. Aber ich bin gespannt, ich bin echt gespannt. Ich habe auch Bock drauf. Das wird crazy. Park natürlich immer wieder, so wie immer bei mir. Schwierigste Parkposition. Ja. Wie immer. Immer richtig schwer. Motorfehlfunktion beim Parken macht es mir noch schwieriger. Aber macht nichts, ich bin. Aber krass. Dass du das immer hinbekommst, echt heftig. Ja, ist halt wirklich so. Ah, nur annehmbar wegen bisschen Schaden und so. Aber trotzdem, ich habe noch 27.000 bekommen. Oh, und noch ein. Oh ja, hier, aber da mache ich doch. Verbrechliche Fracht ist, glaube ich, nicht so. Ne? Dann mache ich lieber hochwertige Fracht. Ja, machst du nicht Fernfahrt? Bei mir zerbrechlich. Ich habe Fernfahrten schon 4 und ich fand meine Fahrt ja ziemlich weit und hochwertige Fracht habe ich jetzt auch schon 4. Also ich habe jetzt insgesamt 8 Sachen konnte ich schon leveln. Hochwertige Fracht 4 von 5 und Fernfahrten auch 4 von 5. Okay. Finde ich. Passt. Ganz in Ordnung. Würde auch sagen, wir sind jetzt hier gerade schon zeitmäßig wieder gut dabei bei der Folge. Wir könnten die jetzt eigentlich hier auch schon beenden. Die hier schon den Rest. Ja, okay. Können wir machen. Ich bin jetzt angekommen gerade. Ja, dann porte dich mal über ein Zeug und ich kaufe mir jetzt hier eine Garage und so. Und ja, dann streamen wir jetzt gleich. Ganz genau. Und dann die nächste Folge nach dem Stream nehmen wir erst nachher auf, ne? Irgendwann später. Jo. Das wird crazy. Okay, haut rein, bis dahin. Viel Spaß dabei, ciao, ciao. Haut rein. Ciao.